So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Geld verdienen ist angesagt. Dann mal den Stahlwagen losjagen. Tühot, mein Freund. So, und wir können aber auch mal machen, die hier, ne? Die Dame darf auch nochmal fahren. Jo, der darf nochmal losdüsen hier. Komm, hü. Fahr nochmal los. Fahr nochmal los. So, wir müssen gleich oben sehen, dass wir da noch irgendwie ein bisschen Wärme verbreiten. Da muss noch ein bisschen Wärme hin. Aber das kriegen wir hin. So, der kann relativ vor sich hinrollen. Der ist jetzt noch nicht so schnell. Haben wir denn Wärme hier? Haben wir Wärme hier? Wärme haben wir da. Irgendwo ist Wärme. Ach, guck mal. Da drüben ist Wärme. Da haben wir hier. Die Automatik hast du nicht gesehen. Und hier drüben ist einmal. Das läuft auch. Bisschen überlastet das Ganze, aber der Ruhe ist es ja. Kleinigkeit. Gibt Schlimmeres. So, das haben wir hier. Ich will gerne hier oben auch noch meine hinhaben. Weil Leute haben wir hier genug. Ne? Wir können hier oben noch meine hinbauen. Und irgendwie die Wärme mal hier runterbringen. So, pass auf. Wärme. Und zwar die hier. Die möchte ich gerne hier oben hinhaben. So. Wie weit schaffen wir das denn? Warte mal, wo kriegst du deine Wärme? Kriegst du Wärme? Jo, der kriegt Wärme von da drüben. Okay, das reicht gerade eben so. So, warte mal. Dann, würde ich den noch ganz gerne hier oben hinbauen, ne? So, ne? Bisschen zurückziehen. So, ne? Zack. Die Wärme. Halt mal, Stopp. Ja, alles gut. Ich wollte gerade sagen, das muss ja auch gebaut werden, ne? So, das haben wir. Jetzt brauchen wir Wärmetauscher klein, groß. Großen Wärmetauscher. Wir brauchen auf jeden Fall, hier unten muss einer her. Das kann er ruhig mitnehmen, wenn wir das nachher doppelt belasten, ne? Hier unten kommen Wärmetauscher hin. Und dann müssen wir sehen, dass wir hinten irgendwo einen hingebaut kriegen. Das macht ja aber auch nichts. Brauchen wir dann eine Pumpe zwischen? Fernwärmepumpe, eine große. Ich glaube ja, ne? Wir bauen hier nochmal eine Fernwärmepumpe hin. Das ist ja nicht das so Tragische ist. Wir brauchen die eh. Wie rum? So rum, ne? Hier ist das Wasser einmal auf der einen Seite. Dann haben wir die Fernwärme hier unten. Dass wir hier noch eine Pumpe haben. Ich glaube, wegen Strom habe ich auch noch nicht geguckt, ne? Strom müssen wir auch noch irgendwo rein haben. So, Fernwärmerohr. Groß unterirdisch, natürlich. Sag mal von hier. Wir ziehen die mal runter bis nach da, ne? Ja, nehmen wir doch mit. Und dann nehmen wir das große Rohr auch hier mit, ne? Bis nach dahin. Zack. So. Haben wir. So, haben wir den Strom hier im Laden? Nee, Strom haben wir auch noch nicht. Ach du Himmel, auch noch nicht mal Strom. Wo haben wir den Strom hier? Das wäre mal interessant. Wo haben wir den Strom hier? Heizungsprobleme. Wo denn? Ach, hier vorne. Da. Ja, Jungs, das ist halt ein bisschen kühl, ne? Da kann ich mir nichts dran ändern. Das ist nun mal so. Ich weiß gar nicht. Warte mal, wir bauen mal einen Tunnel hier hin. Wir müssen mal einen Tunnel bauen. Dass die hier rüberkommen, auf die andere Seite. Weil anders kommen wir da ja nicht hin. Mit Brücke wird, glaube ich, schwierig, ne? Nein, Probleme, das sind doch keine Probleme. Das sind nur, ne, Aufgaben, die wir irgendwie lösen müssen. Ich weiß gar nicht, pass mal auf. Betonbrücke, pass mal auf, wenn wir hier eine. Können die denn hier zwischenlaufen? Kriege ich hier noch einen Weg hin? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ob wir da irgendwas rübergebaut kriegen. Ich weiß es nicht. Guck mal, der würde wunderbar hier hinpassen. Ich mache mal auf Pause. Nur, dass wir einmal planen können. Ja? Keine Ahnung. Mal der. Oh, das geht sogar. Ich halte es ja nicht aus. Ja, Mensch, so, ne? So ist das schön. Das ist doch mal, hör mal. Also, bitte, ja.
Jetzt müssen wir bloß irgendwie finden, wo wir das irgendwie einbauen können. Dass man nie mehr geht. Ach, du größer Gott. Was ist denn das hier? Ist das gebaut? Schade. Oh, warte. Da. Zack. Jetzt geht's. Den bauen wir da hin. So. Bis dahin. Ja, wundervoll. Dann können Sie wenigstens auf die andere Seite rüber. Das bauen wir gleich mal fertig hier. Pass mal auf. Da helfen wir gleich mal mit. Ist ja auch nicht so. Wir haben ein bisschen Kleingeld. Ja, wir haben ein bisschen Kleingeld. So. Jetzt laufen Sie auch rüber auf die andere Seite. Wie weit könnt ihr denn? Ihr könnt bis zur Schule. Okay, Schule schafften Sie. Zum Einkaufen kommen Sie nicht. Das wird nichts. Schade eigentlich, ne? Wäre doch cool gewesen, wenn es klappen würde, hätten können. Ne, da kommen wir nicht hin. Schade. Ich meine, wir können hier drüben auch nochmal Fußweg bauen. Hier drüben hin, ne? Hier nochmal drüber. Dass sie dann rüberlaufen könnten, eventuell. Das können wir machen wir nochmal. Pass mal auf. Fußgängerbrücke Beton. So, und zwar hier hin, ne? Vielleicht klappt es ja. Warte mal, so. Ach, ist das schön. Das ist doch herrlich. So, hier nochmal her. Stopp. Und nochmal ein Fußweg. Bis dahin, ne? Ich glaube, das bringt auch eine ganze Menge, wenn wir sagen, wir machen da Lampen dran, ne? Dann laufen die auch noch einen Meter länger, ne? So, wir bauen das gleich mal. Das hier auch. Zup. Zup, das können wir auch anders machen, aber das machen wir so. So, und das hier auch nochmal, ne? So, zack. Da laufen sie. Ja, wo laufen sie denn? So, wie weit lauft ihr jetzt? Ihr könnt nicht bis zum Einkaufen, das schafft ihr nicht, ne? Nein, das kriegen wir nicht hin. Nein, das geht nicht. Was ist mit euch? Naja, irgendwas ist immer. Also ich komme wesentlich auf die andere Seite jetzt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ihr auch. Ja, das ist schon gut so. So. Was hast du mit? 161 Talstation Bahnhof. Was hast du, bist du für einer? 58 Leute. Das ist zu wenig. Da bräuchte ich mehr. So. Einnahmen. Das sieht gut aus, ne? Also wir machen gute Kohle hier. Das ist echt nicht schlecht. So, warte mal. Wärme haben wir jetzt hier drin, ne? Strom. Warte, Strom fehlt uns immer noch. Immer noch Strom. Wo ist denn hier... Ist das Ding voll oder was? Sieht ganz danach aus. Strömchen, ich brauche Strom. Hier ist nichts mit Strom. Gar nichts. Doch, da. Da ist ein bisschen Strom. Hab ich eine dicke Leitung irgendwo? Da ist eine dicke Leitung. Und sonst? Hier ist auch noch eine dicke Leitung. Also man könnte hier noch ran, ne? Und dann einmal hier rüberziehen, das Zeug. Dass wir hier einmal noch Strom reinkriegen. Das wäre ganz... Das wäre irgendwie nett, ne? Das hätte was, ne? So ein bisschen Strom hier rein, das wäre schon gar nicht mal... Ich finde auch. Und da ist dabei nochmal eine Leitung. Die brauchen wir aber für die andere Seite. Wo haben wir es, da haben wir es gesehen, genau. Ja, dann ziehen wir mal Strom hier rüber. Ohne Saft kein Kraft, ne? Wie machen wir das denn am besten? Ach, das ist ja auch wieder so ein leerer Raum da unten drin. Aber andersrum, wir brauchen Strom. Wir brauchen Saft. So, da kommt Strom rein. So, ein bisschen dickes Kabel hier hin. Wenn es denn klappt. Wenn es denn klappt. Klappt nicht. Weil da ein anderes Käbelchen im Weg ist. Wie weit muss ich denn? Ach du Himmel, das ist ja... Pui. Wird so nichts werden. Das ist zu weit. Ach. Ich komme da nicht rüber weg. Ich will da runter durch. Bitte. Hallo. Halt, das war nicht getroffen. Jetzt aber, ne? So. Wo haben wir es jetzt hier? Da. Einmal da hin. Strömchen. Komm, machen wir mal. Wir haben ein bisschen Kleingeld. Wir können noch ein bisschen was ausgeben. Ne? Das macht ja nichts.
So, das haben wir. Jetzt müssen wir hier mal irgendwie Strom verteilen. So. Wo ist denn hier? Da ist ein Fußweg. Das ist großartig. Dann kriegen wir wesentlich alles mit Strom beliefert hier, ne? Hier unten klappt es. Das klappt. So, einmal Strom hier. Müssen wir mal Strom hier oben hoch haben. Wird aber auch schwierig, ne? Mit Strom. Vielleicht sollten wir irgendwo noch einen Verteiler bauen. Dass er es nochmal verteilt, das Ganze. Mal auf, was haben wir denn hier unten? Das ist doch... Der ist so oder so im Weg. Können wir machen, wie wir wollen. Der ist irgendwie immer im Weg. Aber so kriegen wir wesentlich Strom überall hin. Erstmal schon mal das. So, was haben wir sonst noch? Was ist das für wir hier? High Power. Der ist auch nett, ne? Warte mal, wo war der andere? Das ist der Kleine, ne? Das ist der Kleine. Das können wir auch mal ein bisschen verteilen, den Strom hier, ne? Es kann sein, dass wir hier die Straße nochmal ändern, dass wir hier noch einen Kreisverkehr einbauen, ne? Eventuell. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Pass mal, wir machen das anders. Wir nehmen den hier. Einmal da runter. Geht nicht, weil der andere Struktur ist wenigstens, ne? Klar, logisch. Hier genauso? Nee, hier klappt das. Ey, cool. Das ist schon mal nicht schlecht. Sondern einmal hier oben hoch, ne? Bis dahin klappt auch. Wunderbar. Ja, der macht ja mal Strom. Komm, hü. So. Ja, ja. Ich weiß. Jonah, das ist aber coole Verteiler. Die kommen mir bekannt vor. Die kommen mir so bekannt vor. Die großen. Ja, 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 ja. Ich sag ja, einige Mods sind richtig cool. Da muss ich echt mal sagen, die sind echt nicht schlecht. Aber andere auch wieder so ein bisschen, Was haben wir hier? Technische Dienstleistung. Oh, cool. Da haben wir eine technische Dienstleistung. Ach, das ist die Müllgeschichte, ne? Ach, stimmt, ja. Ja, 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 ja. So, aber andere rum sind wieder... Ich habe auch, wie gesagt, mal ein Lager gesucht. Im Workshop. Zum Beispiel so ein schön großes Lager. Wo man auch mal alles lagern kann. Wo das mal möglich ist. Und, habe ich auch gefunden, was mich da gestört hat. Man brauchte dafür nur Stahl. Nichts anderes zum Bauen. Ich brauche nur Stahl. Und das fand ich so ein bisschen, passt nicht. Weil du musst ja einen Untergrund haben, du musst da Kies unter haben und so. Und irgendwie, das passt irgendwie nicht, ne? Also da fehlt ihm ein bisschen was, ne? Also da kann man ein bisschen... Ich habe da ein paar, kann ich dir zeigen. Ja, nee, ich sag ja, einige Mods sind auch, also die, auch diese, dieses Lager, das sah richtig toll aus. Ein richtig schönes, so wie das hier, ne? Bloß halt eben ein bisschen, also das sah schon echt cool aus, das war nicht das. Bloß halt eben, wenn du dann so ein Lager hast und da steht dann drauf, ja, brauchst du nur Stahl, das war's. Und dann sagst du auch, nein. Ist natürlich günstig für einen, ne? Wenn du sowieso Stahl hast, dann schmeißt du ein bisschen Stahl rein und fertig ist die Hütte. Das ist ja auch nicht so das Sinn des Erfinders, finde ich. Ich hoffe, du nimmst keine mehr mit. Nein. So, mal gucken. Nochmal checken. Na, so dolle ist das nun auch nicht, aber immerhin. Das sieht gut aus. Das, was war das? Was war das? Okay. Lieber nicht drüber nachdenken. So, hier wird weiter gebaut. Großartig. Wir haben Wärme ist da. Strom ist da. Hier war Wärme, ne? Wärme ist da. Muss noch alles gebaut werden, der ganze Gedödelkrams. Dann ist das nämlich. Wir müssen vielleicht die Straßen mal aufwerten hier. Und ich denke mal, wir haben genug Kohle, wir können das ruhig mal machen. Wir können ruhig mal ein bisschen die Straßen aufwerten hier. Ne? Und ich bin mal gespannt, wann wir endlich mal den Flughafen fertig haben. Das dauert auch noch ein kleines Sekündchen. Ne? Ist ja man auch nicht so fix fertig. Wie weit fahren unsere Jungs denn immer noch? Können wir das irgendwie ein bisschen abkürzen? Können wir es abkürzen, dass die ein bisschen dichter ranfahren? Ich denke schon. Weil die holen das ja alles von hier unten, ne? Wenn wir die Straße hier oben, wenn wir die verkürzen darüber. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Damit der Betrieb nicht mehr unbedingt, so, nicht mehr unbedingt hier durch den Kreisverkehr läuft. So, das machen wir. Und dann werden wir die Straßen auch mal aufwerten, ne? Weil wir haben ja bald wieder furchtbaren Winter. Das ist wieder... Oh.
Joba, scheiße, ich bin nicht ganz sicher gerade. Ich habe auswendig ein Warenhaus-Mod aus dem Workshop gepickt. Die schicke ich dir mal per WhatsApp. Ich meine, die war ganz gut. Wie gesagt, ich schau mal. Das Problem, einige sind dann so, da brauchst du entweder, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Hier fehlt wieder die Straßengeschichte. Warte mal, nee, verkehrt rum. So rum, ne? So, hü. Ihr sollt fahren. Hü hot. So, und, wie gesagt, einige Sachen sind so ein bisschen, sehen toll aus und klasse gemacht und hin und her. Muss ich gar nicht sagen, bloß denn fehlen da. Ja, entweder hast du so ein kleines Legerchen, so wie das hier, ne? Und da kannst du dann plötzlich 15.000 Tonnen Krams reinlagern. Da sagst du, wie der denn? Haben die noch einen Keller unter oder was? Ne? Und andere sind ja wieder so unverschämt groß und haben keine, wo man nichts lagern kann. Leute, habt ihr echt tatsächlich erst den Zaun gebaut? Baut ihr erst den Zaun? Das ist, glaube ich, Sichtschutz, ne? Dann können sie nicht alle sehen, was hier drin passiert, ne? Ich glaube, das ist nämlich das. Na gut, okay. Wie gesagt, nicht alles im Workshop ist super, ne? Einige Sachen, da sind wirklich richtige schöne Goldschätze zwischen. Und man sagt, die sind echt gelungen. Ich meine, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Ich habe mir auch einen runtergeladen. Ich weiß gar nicht, ob da was taucht. Da ist er. Da. Space Needle, da ist er. Was brauchen wir da? Das passt schon einigermaßen, ne? 146 Tonnen Stahl, passt wunderbar. Wie viele Leute, wie lange brauchen wir dafür? Wie lange brauchen wir? Wo steht denn das? Da, 1000. Ja, ein bisschen knapp, ne? 1630 Arbeitstage. Wie hoch ist denn die Needle? Warte mal, wo ist denn die jetzt hier? Wo ist die denn da? Ach doch, ne? Also die müssen wir irgendwo, die muss irgendwo mit rein. Die müssen wir auch irgendwo mit reinbauen. Das nützt ans nix. Also die brauchen wir. Ne? Wenn wir hier mit Touristen hantieren und sowas, dann brauchen wir sowas. Das nützt ans nix. Ne? Also ich finde die schon irgendwo. Die sieht auch schön aus. Die ist echt schön. Ne? Also wenn man mal guckt. Guck mal. Das ist doch schon, ne? Doch, die ist schon. Die hat was, ne? Also ich finde auch. Also ich finde auch. Also ich finde echt. Also, ne? Ohne Mist jetzt. Also. Die würde ja auch super reinpassen hier in der Mitte. Ach, die passt da so richtig rein. Das tut sie echt. Ne, oder? Also hier so, also das würde ich auch sagen. Fast. Ne, oder? Na, hier oben ist ein bisschen an der Kante. Das muss irgendwie mitten rein, muss die Needle. Aber nicht jetzt. So. Ich habe auch noch so ein paar andere Sachen rausgepickt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo. Was sind das hier? Die Go-Kart-Strecke. Hier ist eine Go-Kart-Bahn. Ich weiß gar nicht, ob die funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob die auch wirklich fahren da drin. Das weiß ich jetzt nicht. Genauso was in die Rollercoaster habe ich schon. Space Comet, hier auch so ein Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sich bewegt, das Teil. Ich weiß es nicht. Ich hoffe das irgendwo, ne? Weil wir haben ja, wie gesagt, das Riesenrad. Wo ist das hier? Da, ne? Der Rollercoaster zum Beispiel, der bewegt sich. Das ist, finde ich, cool. Oder auch hier unser, ne? Das Ding bewegt sich auch, finde ich grandios. So. Die können schwerer die Rohstoffe klauen, deshalb der Zaun zuerst. Das kann sein. Das mag sein. Ne, das, ja, doch, das könnte angehen. Das ist ja auch noch nicht gebaut hier, das Teil. Ach du Himmel. Ja, lass uns mal ein bisschen. Ich glaube, wir schweinerieren mal ein bisschen mit Asphalt rum, ne? Das können wir doch mal machen. Ne, so hier, zack, und ein bisschen Asphalt bauen. Aber was machen wir anders, ne? Ich glaube, das können wir anders machen. Ich kenne mich. Ich speichere das vorher mal ab, ne? Sicher ist sicher. Ne, wir kennen uns ja. Wir wissen ja genau, was passiert. Ne? 500.000 eingenommen. Dann können wir ruhig mal ein bisschen mit Asphalt schweinerieren hier. Komm, los. So, komm, wir schweinerieren ein bisschen mit Asphalt rum. Zack. Hier ist noch richtig, richtig groß. Zack. Och, mit mir ist ja. So, bis dahin. Heizungsprobleme. Wir haben Heizung. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. So, hier oben machen wir das Gleiche, ne? So, zack, fertig. Und hier oben auch nochmal. Ist es auch mit durch. So, hier oben ist nichts mehr, ne? Ne, alles gut. So. Aber wir haben schon mal asphaltiert. Das ist schon mal eine große Sache. Jetzt haben wir hier unsere technische Dienstleistung. Da werden wir doch jetzt mal gleich mal ein paar Leute einstellen. Und zwar, wir brauchen den Schneeflug. So, und was ich auch gelesen habe, bei Reddick bin ich ja auch. Und da bin ich in der Gruppe drin. Und da schreiben auch viele, denn man sollte
immer gerne so einen Wasserwagen oder einen Abwasserwagen mitlaufen lassen. Immer. Weil kann immer mal sein, dass man irgendwo mal ein kleines Röhrchen, was habt ihr denn selber gesehen, das kann ja schnell mal passieren, dass man ein Röhrchen baut, das nicht angeschlossen ist. Wo er ganz knapp daneben irgendwie, das zeigt zwar an, ja, das ist verbunden, aber wenn du das denn gebaut hast, ist es nicht so. Ja, und das ist ganz, ganz schlimm, wenn du im Real-Life-Modus spielst, zum Beispiel jetzt, ne? Wenn du das gebaut hast und dann siehst du, dass die Jauche nicht wegläuft, dann musst du erst das abreißen und wieder neu bauen und das dauert unheimlich lange. Deswegen ist sowas ein Not-Up-Backup und sowas, so eine Geschichte. Ist mal ganz wichtig, dass man sowas mal gemacht hat. Nur mal so nebenbei. So, Müllwagen. 21, 43. Oh, 43. Hier, der Katz. Die andere Farbe wäre ganz cool, ne? Haben wir irgendwas hier? Da ist auch ein Schneeflügel. 38. Aber wir haben keine Dollars. Wir müssen erst Dollars haben, Mensch. So, guck doch nicht da. Wir haben keine Dollars. Hör auf. So, pass auf. Immer 4 Stück davon, dann brauchen wir noch ein paar Müllwagen, ne? Was brauchen wir hier denn für Müllwagen? Wo sind die eigentlich die großen? Wir hatten noch mal die 9-Tonnen-Geschichten, ne? Oder sind die nur hier? Müllwägelchen. Oh, 9,5 Tonnen. Oh. Wir haben nicht genug Kohle. Doch, haben wir. Wir kaufen mal einen. 31 Rubel haben wir noch nach. Okay. Ja gut, schlechter Witz. Naja. Gut, wir müssen den hier haben. 3 müssten erstmal, 4 müssten erstmal reichen. Dann müssen wir dann nochmal sehen. Wasserwagen brauchen wir nicht. Oder brauchen wir Wasserwagen? Ich glaube nicht, ne? Wir können kein Essen bekommen und so weiter. Das ist noch nicht fertig. Gebäude kein Trinkwasser. Da müssen wir auch nochmal bei. Schnee, du kannst den Bauzug mal Richtung Westen bauen lassen. Damit die Dollars reinkommen. Ja, deswegen haben wir auch den Flugplatz hier, ne? Wir haben ja hier so ein kleines Lager, ne? So ein kleines Lagerhaus, ne? Da können wir hier was ranlagen. Wir haben ein Frachtterminal, damit wir ein Frachtflugzeug mal schichten können. Und, ja, ganz im Westen rausfahren lassen. Nur mal so zur Übersicht, ne? Wo wir sind. Da sind wir. Und Westen ist da oben. Also wir müssen das Gleis komplett hier durchschlängeln lassen, bis dahin, irgendwie dahin. Ne? Also das ist schon... Ne, das ist schon heavy, Level. The Grow, hallo und herzlich willkommen. Moin, moin. Bisschen harter Ausdruck, eventuell. Stehe halt Stahl in die USA fliegen. Nein, Stahl nicht unbedingt. Aber halt eben Lebensmittel und Klamotten und so Kram. Das könnte man ja da hinfliegen, ne? Der Bauzug ist arbeitslos, hast recht. Der Bauzug ist arbeitslos. Wir könnten den... Was haben wir denn sonst hier noch? Also wir müssten den ja, wenn du so willst, hier durchschicken, hier lang, ne? Hier hoch, den ganzen Weg hier hoch, da und den dahin. Ne? Man könnte. Wieso ist er eigentlich arbeitslos? Wieso sind wir eigentlich fertig mit allem? Wieso ist das eigentlich so? Das stimmt eigentlich, der ist arbeitslos. Wir bräuchten aber früher oder später hier auch noch mal einen, ne? Wir bräuchten hier ja auch noch irgendwie einen. Weil wir haben hier einen Bahnhof. Hier drüben müsste auch noch mal ein Bahnhof hin. Ah, Joe, der vielleicht ein bisschen hart. Ne? Einmal ablehnen, das wäre gut gewesen. Einmal nicht zu hart. Nicht zu hart. Warte mal, wir haben einen großen Bahnhof. So, schönen fetten Bahnhof. Hier drüben wäre nochmal einer gut, ne? Damit wir hier nochmal weiterbauen könnten. Aber wir haben hier jetzt die Leute, die wir auch nochmal hier hin schicken wollen zu dem Bahnhof. Ich würde die Passagiere nochmal gerne nutzen für irgendwas. Ich weiß nicht, also hier unten ist ja kein Bahnhof. Hier können wir ja nichts. Die werden ja bloß mit dem Bus darunter gejagt, ne? Sag mal, fahrt ihr die neue Straße ein, die Ochsen? Fahrt ihr nicht, ne? So. Ne, wie gesagt, Joe, politisch wollen wir nicht werden, um Gottes Willen. Deswegen so eine Aussage halt eben nur ablehnen und fertig.
ne? Einen kleinen Verweis mit einem kleinen Zeigefinger und der ist wäre gut gewesen. Mal hier rum, darum, sag mal sehen und warte mal. Ja, weißt du was, dann bauen wir das doch. Die oben sind, hier eh noch am Bauen, also wir können hier doch noch nichts machen. Was haben wir denn da ausgegeben? Warte mal, was haben wir? Erstmal nochmal gucken, was ist eine Sekunde. Bei Multiwohner haben wir nicht, ne, logisch, haben wir auch noch nicht, weil die Hütten auch noch nicht voll sind, oder? Irgendwas war noch nicht voll. 72 war da hier drüben, ne? Da ist noch ein bisschen Luft drin, da ist noch ein bisschen Luft drin, da ist das Ding ist voll. Aber, Sekunde, Pause. Schon das nächste Problem. Ach du Himmel, schon wieder ein Problem. Abwassertank ist überfüllt, Gesundheitsrisiko. 71 ohne Job, siehst du, das hat er was gebracht. Hat er was gebracht, dass wir die drei Türme hier, ne, zum Bahnhof schicken. Das hat was gebracht, wir haben aber jetzt ein Abwasserproblem. Ein Abwasserproblem. So. Das Ding ist voll. Die Pumpe pumpt wie wahnsinnig, ne? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Wo haben wir denn Abwasser? Hier ist Abwasser, ne? Ja, das ist 100% voll. Hm. Aber wir werden die Jauche auch nicht los. Das ist das Problem am anderen Ende, ne? Die Jauche werden wir hier unten nicht los. Der ist 100% voll. Also müssen wir hier noch ein zweites Röhrchen bauen. Müssen wir hier unten noch ein zweites Rohr bauen. Das nützt alles nichts. Machen wir ein paralleles Röhrchen, wa? Ich glaube schon. Komm, wir bauen nochmal. Das kostet uns jetzt mal richtig Asche, ne? Warte mal. Dickes Rohr. Ich weiß, das kostet uns mal richtig Geld. So, wieso willst du da nicht nebenbauen? Warte mal. Machen wir anders. Erstmal so. So. Pack das mal daneben. Parallel. So, mal gucken, dass wir irgendwie hinkriegen. So. Das möchte ich mal hier raus, ne? Damit wir hier die Möglichkeit haben, was zwischen zu Abwassergeschichten zwischenzubauen. So. So, ich will gar nicht wissen, was das kostet. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Was ist der hier, ne? So, den müssen wir auch nochmal drumrum. Da müssen wir auch nochmal drumrum, aber den müssen wir da ran, ne? Da müssen wir ran. An den Knecht müssen wir irgendwie ran. So. Hier ziehen wir das nochmal raus. Bis dahin, wohin? Warum bist du gerade hier tunnelmäßig über dem Raum? So passt es. Hier nochmal her. Hier nochmal raus. Sind da wieder ran, ne? So. Das ist schon mal schön. Was kostet es der Spaß? So, Wetten dann angenommen. Was kostet das, der Kram? Was kostet uns diese paar Meter? Okay, paar Meter ist ein bisschen übertrieben, ne? Das sind ein paar Meter mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter sind es denn? Wie viele Meter haben wir denn hier? Machen wir mal aus. Von hier. Nach da, nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da. Und dann nach da und dann nach da. Haben wir? Wegstrecke 2400 Meter. Also 2500 Meter zum Dreh. Was kostet uns der Spaß? Na gut. Smirga schreit 1,4 Mille. Okay, wir gucken mal. Ich bin mal gespannt. Alter, was ist denn hier los? Warte. Das ist aber günstig. 153.000 Rubel. Mehr nicht? Für das lange Stück? Haben wir das richtiges Rohr genommen oder was? Okay. Das war jetzt günstig. Ja, vielleicht ist es auch ein günstiges Rohr. Das wissen wir ja nicht. So, auf das Abwasserrohr nehmen wir mal weg hier. Mal weg bis dahin, ne? So, warte mal. Das mal raus. Bau das mal ab. Ja, jetzt haben wir gleich ein böses Problem. So. Der ist ja geschenkt. Ja, ist umsonst sozusagen fast. So, mach den Kram weg. Alles klar. So, warte. Zack, zack, zack. Großes Abwasserrohr. Von da nach da. Zack. So. Kostet uns 157.000 Rubel. Das ist geschenkt. Das nutzen wir mal hier. Komm, bau das mal. Bau das mal dahin. Jetzt haben wir natürlich auch keine Zuleitung genutzt, ne? So, ich bin mal gespannt, ob die Soße abläuft. Ich bin mal gespannt. So, wie sieht denn hier aus? Das Ding ist voll, ne? Lass mal gucken. Wie weit bist du denn?
sind auch am Bauen. 2, 3, 87. So, 100. Ja, jetzt läuft die Soße weg. Zopp, weg ist sie. Siehst du wohl. Ja, Engpass war der Zusammenfluss, ne? Da hat es ein bisschen geklemmt. Aber na gut, ist halt so. Vor allem hier kommt eine ganze Menge Krams raus. Jetzt müsste das hier oben auch passen, ne? Wo ist denn hier Abfluss? Da ist ein Abfluss. Das ist immer noch bei 100. Haben wir noch immer überfüllt Wasserrohr. Hier kommt bis wohin? Ach, bis da oben hin. Bis dahin. Wo ist denn hier ein Abwasserrohr? Ach, das ist doch hier vorne. Das hier. Warum läuft die Soße nicht weg? Muss er erst wieder... Das ist leer. Das ist leer. Und das ist voll? Warum ist das voll? Warte mal, ist das nicht angeschlossen? Ist es das Problem gewesen, dass es nicht angeschlossen ist? Doch, ist dran. Oder muss es doch sein, dass wir dann... Was ist denn hier? Nee. Oder ist das, weil wegen... Das ist zu hoch, hier muss eine Pumpe zwischen. Muss dann als Pumpe zwischen. Warte mal, die Soße läuft doch weg. Nee, sie läuft auch nicht weg. Das kann sein, dass es zu hoch ist. Dass sie das nicht wegkriegen, dass wir dann eine Pumpe zwischen haben müssen. Ach du großer Gott. Ja, dann müssen wir dann eine Pumpe bauen. 5 Meter Pumpe müsste doch reichen, ne? Oder? Wie eine Abwasserpumpe. Wir bauen die gleich mit sofort hin. Pass mal auf, wir bauen immer eine Abwasserpumpe hin. Zack. Und einmal hier oben, ne? Eine Abwasserpumpe. Wo kommen wir denn da ran? Da passt eine hin. Komm, bauen wir mal hin. Das kann sein, weil das hier zu flach ist. Ne? Das ist eventuell, dass die Höhe da vielleicht einen Meter mehr drin ist im Boden, als die hier vorne. Ich hätte auch diese Wasserzusammenflüsse, dass sie ein bisschen weiter nach unten sind. Das wäre gar nicht mal schlecht gewesen. Na gut, egal. So, das Rohr nehmen wir raus. Und leider müssen wir dieses Rohr auch mal rausnehmen. Und zwar, das reicht nur hier, ne? Das Stück. So. Nehmen wir mal raus. Und dann brauche ich ein mittleres Rohr, glaube ich, ne? So, fertig. Ne, ein kleines Rohr ist das, oder? Das ist ein großes Rohr. Was? Auch nicht. Was für ein Rohr haben wir denn da? Wieso willst du denn da nicht ran? Freund? Wieso willst du da nicht ran? Das muss, oder mittleres, ne? Wieso will er da nicht ran? Ist das so ein kleines Rohr hier? Hör auf. Ah, ist noch gar nicht weg. Jetzt aber. Ja, gut. Okay, jetzt. Ja, ja. Mein Gott, vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. So, jetzt von hier. Wo ist denn das jetzt hier? Von da nach da. So, und mal von da nach dort. So. Ja, pump mal. Was ist denn los? Okay, der pumpt. Warum läuft die Soße immer noch nicht weg? Warum läuft die Soße immer noch nicht weg? Was ist das Problem? ...63, 59, wird weniger. Okay. Ist es hier genauso? Nee, immer noch 100%. Warum läuft die Jauche nicht weg? Was ist denn los? Oder müssen wir dann ein großes Rohr? Das ist doch Quatsch. Wieso läuft die Soße nicht hin? Der pumpt das doch hier hoch, ne? Jawohl. Hier ist eine Pumpe. Die pumpt auch fleißig vor sich hin. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das so? Jungs, das ist aber echt tragisch gerade. Angeschlossen ist es doch noch nicht. Doch, ist angeschlossen. Das Rohr ist dran. Vielleicht ist das zu viel? Wo ist denn angeklemmt hier? Der nimmt hier oben eine ganze Menge mit, ne? Die Türme auf jeden Fall. Warte mal, hier ist doch, was ist das hier? Ist das ein Zusammenfluss oder was ist das hier? Dann bauen wir hier doch nochmal. Wo ist denn der jetzt hier? Abfluss.
Kriege ich hier nochmal so ein Röhrchen ran? Vielleicht ohne sogar. Ne, da brauche ich eine Pumpe zwischen, glaube ich, ne? Oder ist das jetzt, weil es klein ist? Ich weiß nicht, ob es klappt. Es klappt, wird nichts, ne? Wir müssen weiter weg. Mal auf Pause. Den mal dahin und ein Röhrchen, ne? So, ein kleines mit mittleres von mir aus. Da mal ran, so. So, läuft die sonst dann jetzt weg? Das läuft hier nicht weg. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird das nicht weglaufen. Vielleicht mal im Auge behalten, wa? Vielleicht ist gerade so viel zu viel Jauche hier los, ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall wird weiter gebaut und die Folge ist leider wieder zu Ende. Leider. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.